Hallo liebe Zuschauer, heute spielen wir das Spiel Fuchs, du hast das Huhn gestohlen. Das Spiel ist von Pegasus Spiele, von den bekannten Autoren Inka und Markus Brandt. Es ist ab 5 Jahre und man sieht das dann auch an der gelben Schachtel für 2 bis 4 Spieler. Warum gelb? Wir haben schon einige Spiele vorgestellt und der Verlag unterteilt das in Farben. Das heißt, abhängig vom Spiel, das heißt zum Beispiel hier, Timmy räumt auf, das kennen wir auch ganz gut. Das ist ab 4, rot, blau ist ab 4 Jahre, rot ist ab 6 Jahre, und gelb ist ab 5 Jahre. Genau, das sind die Unterteilungen und wir haben das schon aufgebaut und der Fuchs, der ist da drin. Wir wissen allerdings nicht, wo er genau ist. Es gibt nämlich mehrere Füchse. Der Fuchs, der ist doch tatsächlich im Hühnerstall und wir müssen rausbekommen, welcher Fuchs hier sein Unwesen treibt. Das heißt, wir müssen den richtigen Fuchs finden. Dazu gibt es einen tollen Mechanismus. Bevor der Elias gleich würfelt, weil der versucht natürlich schnell zu würfeln, damit ich mit dem Schlüssel hier keine Tür aufmachen kann, versucht er schnell zu würfeln. Zeig mal das Symbol den Zuschauern, welches Symbol du brauchst. Ich brauche das da und das will ich nicht. Nein, das willst du. Genau, das heißt, der Elias würfelt gleich, sobald ich versuche hier mit hier, man sieht jetzt hier, Moment, Elias, ganz kurz noch, dann fangen wir an. Mit dem Schlüssel versuche ich eine Tür zu öffnen und der Elias versucht es zu verhindern, indem er auf der einfachen Seite. Und Papa auf der schweren. Willst du nicht, dass ich gleich auf der schwere dran bin? Nein, der Elias will natürlich, dass ich möglichst schnell rausfliege. Das heißt, er nimmt hier diese einfache Seite. Beim Elias nehme ich nachher die Rückseite. So, und jetzt versuche ich hier einfach mal das aufzubekommen. Jawohl, und ich habe das erste Türchen auf. Der Elias hat es nämlich jetzt nicht geschafft, ist auch nicht schlimm. Ich bekomme jetzt hier dieses Tier, den Freund. Da habe ich gleich übrigens einen Freund. Das heißt, 4... Stop. Ja, jetzt ist es zu spät. 4 Freunde und dann beginnt die Auflösung, das ist dann der zweite Teil. Allerdings, ich nehme hier natürlich noch den Fuchs hier raus. Die werden anfänglich zufällig platziert. Und, Moment Elias, und dann lege ich das vor mir ab. Hier übrigens ein Stapel, der wird einfach gemischt und vorbereitet. Und jetzt nehme ich diese Seite und muss natürlich so schnell... Stopp! Das habe ich gar nicht hingeguckt, das ging jetzt aber flott. Und, was hast du? Oh, okay, der Elias, ich habe Freund, Elias muss nachher was beachten. Er muss nämlich seine schlechtere Hand, seine schwache Hand nehmen. Der Elias ist der Linkshänder, das heißt, er muss nachher seine rechte Hand nehmen. Nicht gleich das nächste, du musst aber deinen Fuchs noch rausnehmen, Elias. Muss er die andere nehmen. So, man merkt, wie schnell das geht. Ich bin dran. Übrigens, warum ist die Kette so lang? Schauen wir mal, ob es kann sein. Weil irgendwann gibt es ein roter, da wird es noch schwerer. Ja, kann sein, dass wir die ziehen müssen. Schauen wir einfach mal, was passiert. In dem Fall nimmst du das und ich versuche es mal. Erst wenn ich fertig bin. Okay. Auf den Satz für die Knus. Ich versuche es gleich hier mal auf den Tag. Komm. Elias braucht wenig. Jawohl, ich habe es geschafft. Erster. Oh, und das heißt, ganz toll, der Papa muss nachher stehen und ein Bein angewinkelt und muss dann versuchen, das rauszumachen. Oh, das wird schwer. Aber ich habe wieder einen Fuchs, aber keinen Freund. Das heißt, es fehlen noch 3 Freunde. Was hast du? Oh, jetzt haben wir genau das, was der Elias vorhin gesagt hat. Der muss nachher den Finger in die rote Kette nehmen. Das heißt, er hat eine weitere Entfernung. Und zwar gilt das Plättchen immer für die nächste Runde. Oh, der Papa, das ist natürlich... Das richtige... Stopp! Oh, okay, schönes Beispiel. Ich habe es nicht geschafft in der Zeit. Elias war viel besser im Würfeln. Das heißt, ich durfte jetzt kein Türchen öffnen. Ich habe es ja auch nicht geschafft in der Zeit. Und Elias, zeig mal die Kette, was du jetzt machen musst. Du musst es ja jetzt... Und das darf ich auch nehmen. Genau, jetzt musst du es... Ja, nee, du musst es in die Ruhe. Genau so musst du es machen. Und dann warte aber, bis ich anfange zu würfeln. So, ne? Stopp! Hast du geübt? Warum eigentlich 2 Seiten? Das liegt daran, wenn man mit Erwachsenen spielt, die Erwachsenen sollen natürlich länger würfeln. Das heißt, die Kinder sollen auch eine Chance haben und deswegen gibt es da Rückseiten. Das heißt, je nachdem, mit wem man spielt, bekommt er die kurze oder die lange Seite. Ja, stopp. Stopp. Ich war schon vorher. Ich habe jetzt die Tür offen. Nein, wieder Handwechsel. Ah.
Was muss ich machen? Das gibt's doch nicht. Ein Freund fehlt uns noch. Eins. Stopp. Und was hast du? Du hast den vierten Freund und damit beginnt der zweite Teil des Spiels. Darfst du aufmachen? Zeig's mal den Zuschauern, dann sieht man, oh, da war nochmal. Und das sind zwei. Die dürfen wir aber nicht nehmen. Das lassen wir wieder bedeckt. Jetzt haben wir schon das zweite. Hier in dem Fall Hut. Meine haben einen Hut und deine. Oh, die musst du abgeben. Jetzt bin ich mal gespannt. Noch zwei Hammer. Trommelwirbel. Der Elias hat jetzt einen Fuchs und ich auch noch einen Fuchs. Das letzte Kärtchen entscheidet. Moment, grün. Oh nein. Meiner kommt raus und wer war im Fuchsbau? Beziehungsweise im Fuchsbau. Wer war im Hühnerstall? Der Elias, beziehungsweise sein Fuchs. Der Elias hat in dem Fall gewonnen. Glückwunsch, Elias. In dieser Partie hat der Elias gewonnen, das wollte ich jetzt gerade nochmal dazu sagen. Es kann nämlich passieren, dass auch kein Mitspieler gewinnt. Das ist durchaus möglich, wenn die Kärtchen da nicht ausliegen. Ich würde mal sagen, das war Fuchs, du hast das Huhn gestohlen. Ich sage übrigens immer, Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Allerdings in dem Fall ist das Huhn. Ich sag tschüss. Elias, sagst du auch noch tschüss? Bis bald mal wieder. Tschüss. Tschüss.